Wir willkommen. Mein Name ist Iris Prof. Ich bin Redakteurin am Science Media Center und Sie sind hier beim Press Briefing gelandet. Unser Thema ist heute das Nature Restoration Law oder das Renaturierungsgesetz. Der Entwurf dafür geht in dieser Woche am Mittwoch ins EU-Parlament und wird dort abgestimmt. Und der Ausgang dieser Abstimmung ist bislang unklar, auch weil vor 2 Wochen der Umweltausschuss des Parlaments die Empfehlung ausgesprochen hat, das Gesetz abzulehnen. Zum Hintergrund: 80% der Lebensräume in der EU gelten als degradiert. Viele Arten gehen zurück und besonders dramatisch ist dieser Rückgang zum Beispiel bei bestäubenden Insekten, Schmetterlingen oder bei Feldvögeln. Das Ziel dieses Gesetzesvorhabens ist, die Natur in Europa bis 2050 zu großen Teilen wiederherzustellen. Es geht dabei um Wälder, um Flüsse, um Meeresökosysteme, um urbane Räume und auch um die Landwirtschaft. Für all diese Bereiche legt dieser Gesetzesentwurf verbindliche Ziele fest bis 2050 sowie Zwischenziele ab 2030. Das Gesetz ist also insgesamt sehr, sehr breit und ein Kernvorhaben des European Green Deal. Wir beschränken uns oder fokussieren uns heute allerdings auf die Landwirtschaft und die Auswirkungen, die dieses Gesetzesvorhaben für die Landwirtschaft hätte, weil genau das der größte Streitpunkt in dem politischen Streit um das Gesetz ist. Unter Forschenden gibt es eine relativ breite Zustimmung für das Gesetz. Viele scheinen alarmiert, dass es fehlschlagen könnte. Und wir möchten heute mit den 3 Forschenden, die Sie hier im Panel sehen, darüber diskutieren, warum die WissenschaftlerInnen das Gesetzesvorhaben für wichtig halten, was die Auswirkungen sind für die Landwirtschaft und welche Schwachpunkte das Gesetz hat. Ein Hinweis an die JournalistInnen: Sie erhalten eine Aufzeichnung dieses Pressbriefings schon in einigen Stunden auf unserer Webseite. Das Transkript finden Sie dort heute Abend oder morgen früh. Und falls Sie es schneller brauchen, dann bekommen Sie ein maschinell erstelltes Transkript auf Anfrage. Schreiben Sie uns dafür einfach eine E-Mail. Damit möchte ich einmal unsere 3 Expertinnen hier vorstellen. Guy Peer ist Ökologe am Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung, dem IDIF, und am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, dem UFZ, und forscht zu Ökosystemleistungen. Sebastian Lackner ist Professor für Agrarökonomie an der Universität Rostock. Und Franziska Tanneberger ist Leiterin des Greifswald-Moor-Zentrum an der Universität Greifswald. Herzlich willkommen auch an Sie 3. Schön, dass Sie da sind und mit uns heute diskutieren. Noch ein Hinweis an die Journalistin: Wir möchten heute vor allem Ihre Fragen diskutieren. Das heißt, posten Sie Ihre Fragen gerne in den F&A-Bereich, nicht in den Chat. Und ich moderiere die Fragen dann rein. Meine erste Frage geht an Herrn Peer. Sie sind Erstautor eines offenen Briefes, den inzwischen rund 6.000 Forschende unterschrieben haben. Meine Kollegin postet den Link zu diesem offenen Brief jetzt auch einmal in den Chat. Und dieser Brief spricht sich sehr deutlich für das Renaturierungsgesetz aus. Warum ist das Gesetz aus Sicht der Wissenschaft so wichtig und so vielversprechend? Also der Renaturierungsgesetz ist das erste Gesetz von Green Deal und ein wichtiges Gesetz, um ein paar Lücken in der Politik zu schließen. Es ist seit lange, dass wir sehen, dass Biodiversitätsverlust sehr, sehr stark ist, insbesondere in landwirtschaftlicher Fläche. Sprechen wir über 57% die Feldvögel, die verloren sind, nur in den letzten 40 Jahren. Das ist sehr, sehr schnell. Der Artenvielfalt wird wirklich schnell verloren und das ist ein Risiko auch für unsere Produktion, für Ernährungssicherheit und zu unserer Zukunft. Es gibt aber schon mehrere Lücken in der Politik. Es gibt keine Lösungen für Renaturierung, es gibt keine Lösungen für urbane Umgebungen und auch in der Landwirtschaft versagt der Politik, der gemeinsamen Agrarpolitik, schon seit Jahren. Und da brauchen wir einfach Lösungen. Also es geht nicht nur um, was da ist, weil bisher hat der gemeinsame Agrarpolitik gescheitert, sondern wir brauchen ein neues Gesetz, um das zu komplementieren. Also es kommt nicht gegen die existierte Politik, sondern einfach zu komplementieren. Und da sehen wir wichtige Lücken zu schließen bei mehreren Flächen, auch beim Wald und Forst. Gibt es einfach keine Gesetze, um das zu tun. Deswegen finden wir das grundsätzlich sehr wichtig, diese Lücke so schnell wie möglich zu schließen. Danke. Und könnten Sie vielleicht noch einmal sagen, es geht ja bei dem das Gesetz, der deutsche Name, der oft benutzt wird, ist Renaturierungsgesetz. Was bedeutet denn Renaturierung in diesem Kontext überhaupt? Das ist eine sehr wichtige Frage tatsächlich, weil
Es geht um den Renaturierung. Das bedeutet, dass wir möchten jetzt verbessern. Also der Status von zum Beispiel Weiden ist sehr, sehr schlecht im EU, auch in Deutschland. Das muss verbessert werden. Wir müssen die Wälderrenaturierung, weil viele von den Wäldern sind keine Wälder mehr, sie sind eigentlich Forst oder Plantage letztendlich. Und das ist keine Natur mehr. Bei Moorgebieten, natürlich kann meine Kollegin Frau Tannenberger darüber weitersprechen, dass es entweder trocken liegt oder einfach in sehr schlechtem Zustand. Also das bedeutet, dass wir bringen die Natur zurück. Das bedeutet nicht, dass wir die Menschen wegschmeißen, sondern wir sollen jetzt dringend extensivieren, Landschaftselementen zurückbringen und die Strukturen, die Wälder, die Bäume zurückbringen, sodass die Natur sich erholen kann und wieder sich verbessert werden. Genau. Vielen Dank. Dann gebe ich einmal unseren zweiten Experten weiter, Herr Lackner. Sie beschäftigen sich mit Landwirtschaft. Welche konkreten Maßnahmen und Ziele sieht dieser Gesetzesentwurf für die Landwirtschaft vor? Ja, der Gesetzesentwurf ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig spezifisch, was das angeht. Geht es ja vor allem erstmal darum, dass die EU-Kommission den Mitgliedstaaten sagt, ihr müsst innerhalb so und so vieler Jahre auf 30%, auf 60%, auf 90%, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es gibt sozusagen so eine Kaskade von Prozentsätzen, wie viel auf wie vielen Schutzgebietsflächen der EU man Aktionen ergreifen muss. Und an der Stelle bleibt es dann eben teilweise auch relativ vage. Nur der Punkt ist hier, die EU verpflichtet die Mitgliedstaaten dazu. Und das ist auch sozusagen ein ganz großer Streitpunkt. Also die Verpflichtung zur Renaturierung. Jetzt kann man sich fragen, warum? Und warum eben auch im Bereich Landwirtschaft? Wo ist überhaupt das Problem? Und das Ganze läuft unter der Überschrift Vollzugsdefizit. Wir haben im Naturschutz ein massives Vollzugsdefizit. Ich kann ja vielleicht auch noch mal was zu meinem Hintergrund sagen. Ich forsche seit vielen Jahren empirisch, also das ist ein Teil meiner Forschung. Forsche ich empirisch zu solchen Standorten, wo wir sehr viel Artenvielfalt haben, also solche Schutzgebiete. Das Nature Restoration Law bezieht sich auf europäische Schutzgebietskulissen, also Gesetzgebungen, die für bestimmte Bereiche Schutzziele definieren. Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, das ist eine große Richtlinie, die sozusagen Arten und Lebensräume schützt. Also häufig sind das rote Listearten oder eben Lebensräume, Flachland, Mähwiese. Oder im FFH-Bereich heißt das magere Flachland, Mähwiese, Pfeifengraswiese. Also es gibt so Typen, Grünlandtypen, die da geschützt sind. Das müssen wir seit 20 Jahren umsetzen in Deutschland. Und bisher gab es eben kein Nature Restoration Law, was den Mitgliedstaaten gesagt hat, ihr müsst in dem Bereich so und so viel investieren. Nun kann man ja mal gucken, wo stehen wir nach 20 Jahren FFH-Umsetzung. 9,3% der Landesfläche ist über FFH geschützt. Und wenn man sich jetzt eben die Berichte zur Lage der Natur des Bundesumweltministeriums anguckt, also das, wo sozusagen das FFH-Monitoring reingeht, wo genau geguckt wird, wie ist der Zustand dieser Flächen, also erreichen wir unsere Schutzziele? Und da muss man sagen, 69% der über alle Lebensräume ist in einem ungünstigen oder schlechten Zustand. 69%, wenn wir nur Grünland angucken, dann sind es sogar 90% der Lebensraumtypen. Also 29 von 31 Lebensraumtypen sind in einem schlechten oder ungünstigen Zustand. Das heißt, 20 Jahre lang zuständig waren die Bundesländer und das Nature Restoration Law führt jetzt hier sozusagen etwas ein, was verpflichtend ist. Man kann jetzt politisch diskutieren, ob man diese Verpflichtung braucht, aber man muss erstmal sagen, das bisherige Modell hat 20 Jahre lang nicht ausreichend funktioniert. Wir erreichen unsere Ziele nicht, wir kleben das Etikett FFH-Fläche drauf und nichts passiert. Und das ist sozusagen der Punkt über Landwirtschaft, müsste man jetzt, glaube ich, gleich nochmal speziell angucken, was da die Herausforderungen sind. Aber könnten Sie vielleicht noch einmal etwas spezieller sagen, was jetzt die Konsequenzen für die Landwirtschaft wären? Also welche Maßnahmen müssten in der Landwirtschaft umgesetzt werden, wenn das Gesetz wirklich kommt? Genau.
Also der Punkt ist, wenn man eine FFH-Fläche identifiziert hat, guckt man, ob dort die entsprechenden Arten zu finden sind. Dann werden Betriebe auch kontaktiert. Es wird ein Managementplan gemacht. Und für die Betriebe kann das schon im Einzelfall auch eine Einschränkung sein. Umgekehrt sollte im besten Fall, und ich betone im besten Fall, eine Förderung zur Verfügung stehen, die diese Einschränkungen ausgleicht. In der Praxis, und das ist eben das, was ich viel in der Forschung untersucht habe, in verschiedenen Studien, wir stellen fest, es gibt nicht immer die ausreichende Förderung. Ne? Teilweise gibt es wirklich aus ökonomischer Sicht zu wenig, zu viel Bürokratie, viele Kontrollen und damit natürlich sofort ein Misstrauen auch. Ne? Es ist ja auch ein Eingriff ins Eigentum von einigen Betrieben. Und eigentlich müsste dann die Politik wirklich deutlich mehr machen, als irgendeine kleine Prämie von, weiß ich nicht, 70 Euro pro Hektar anbieten. Sondern man muss eigentlich, wenn das so wichtig ist, muss man in den Dialog gehen. Man muss vor Ort Leute haben, die das machen, und man muss eine großzügige Förderung machen und muss den Betrieben auch eine Perspektive machen. Weil das Hauptproblem bei diesen FFH-Standorten, wenn wir sie untersuchen, ist vor allem auch, dass die Hauptgefahr eigentlich darin liegt, dass die Betriebe einfach aufhören. Das sind sehr, sehr unattraktive Standorte mit niedrigem Ertragspotenzial. Eine tolle Artenvielfalt, nur den Aufwuchs kann man eigentlich in einer modernen, intensiven Landwirtschaft mit hohen Milchleistungen kann man gar nicht so richtig gut verwenden. Sprich, was wir da machen, ist vor allem schon sehr stark auf den Naturschutz gemünzt. Bedeutet auch umgekehrt, für die Ernährungs- oder Produktionssituation sind solche Standorte eigentlich häufig nicht sehr relevant, zumindest bei FFH nicht. Bei Vogelschutzrichtlinie kann das anders sein. Und eigentlich sind die zwei Aufgaben nebeneinander. Es ist halt einerseits, naja, welche Schutzziele wollen wir erreichen, aber wie kriegen wir die Leute, die dort wirtschaften, einfach dazu, dass sie ein besseres Auskommen haben? Das ist die große andere Herausforderung, die daneben steht. Und naja, da ist 20 Jahre lang nach unseren Studien wenig passiert. Wir konnten auch zeigen, dass eine gezielte Förderung da ein absoluter Gamechanger sein kann. Dazu haben wir ein Paper geschrieben. Also es wäre schon möglich. Nochmal eine Nachfrage. Es geht also nur um landwirtschaftliche Flächen, die innerhalb von Fauna-Flora-Habitatsgebieten liegen. Habe ich Sie da richtig verstanden? Nee, nicht nur. Na, also Nature Restoration ist viel breiter. Ne? Also geht um Moore, es geht um die Gewässer, den Gewässerschutz. Also das ist ganz breit. Nur auf Landwirtschaft. Also ich habe jetzt hauptsächlich über Landwirtschaft geredet, weil die Frage auch auf Landwirtschaft genau. bezogen war. Und wir reden nur über FFH, weil da kann man es halt wirklich exemplarisch zeigen. Das ist der Punkt. Mhm. Aber die Konsequenzen aus dem Gesetz für die Landwirtschaft würden für alle landwirtschaftlichen Betriebe gelten und nicht nur für solche, die innerhalb von FFH-Bereichen liegen. Nee, nicht unbedingt. Nein. Also das, na, wenn ich in einer sogenannten Schutzgebietskulisse liege, das kann sein FFH, das kann auch Vogelschutzrichtlinie sein, dort ist die Lage so ein bisschen anders, es kann auch immer Wasserrahmenrichtlinie zum Beispiel sein, ich weiß nicht, Franziska Gey, wollt ihr ergänzen? Also es gibt eine ganze Menge von solchen Schutzgebietskulissen, ne? Also, und für die Betriebe ist es dann wirklich relevant, das kann schon einiges sein, ne? Aber es sind ja ohnehin Flächen, die jetzt schon geschützt werden. Ne? Also deswegen ist auch der Vorwurf falsch, hier würden neue Schutzgebiete ausgewiesen, sondern es geht darum, bestehende Schutzgebiete, wo wir jetzt schon ein Label, Schutzgebiet drauf haben, da besser zu werden. Dankeschön. Dann Frau Tanneberger, die dritte Frage geht an Sie. Das Renaturierungsgesetz gibt auch Ziele für die Vernässung von landwirtschaftlich genutzten Moorflächen vor. Damit beschäftigen Sie sich ja sehr viel am Greifswald-Moorzentrum. Wie bewerten Sie diese Ziele? Ja, danke für die Frage. Jetzt spezieller zu den Mooren, die ja eine relativ prominente Rolle spielen in dem Gesetzentwurf, auch in der Diskussion. An erster Stelle würde ich vielleicht sagen wollen, an dieser Stelle übertragen wir eigentlich nur Ziele, auf die wir uns gesellschaftlich schon vereinbart haben, zum Klimaschutz, zum Biodiversitätsschutz, eben auf eine konkrete Fläche. Und da wird es dann immer kritisch, wenn es um konkrete Flächen und EigentümerInnen geht. Wir haben in ganz der Europäischen Union 350.000 Quadratkilometer Moorböden, die eben alle mal als Moorökosystem entstanden sind, diese tolle Klimaleistung erbringen können, wenn wir sie lassen. Über 50% sind davon entwässert für die Landwirtschaft, weil
weil wir einfach dieses Paradigma haben, wir müssen diesen Boden entwässern, um ihn landwirtschaftlich nutzen zu können. Wir wissen mittlerweile aus unseren Forschungen, dass das nicht richtig ist und viele andere Kulturen, auch traditionelle Kulturen, nutzen durchaus nasse Böden eben auch für Landwirtschaft. Was die Ziele angeht, muss man dazu sagen, zum einen, sie werden ja nur die landwirtschaftlich genutzten Moorböden betrachtet. Das bedeutet in Ländern wie Schweden oder Finnland, dass die Vorgaben sich auf etwa 2% der Moorfläche beziehen, weil die überwiegende Fläche forstwirtschaftlich genutzt wird. Beispielsweise im Baltikum, was ja so bekannte Moorländer sind wie Lettland oder sowas, sind es dann etwa 15%. In Deutschland vielleicht etwa 50% unserer Moorfläche. Da ist es schon deutlich mehr, weil wir eben etwa 80% unserer Moorfläche landwirtschaftlich nutzen. Also das spielt bei uns eine ganz große Rolle. Wenn wir das auf EU-Ebene insgesamt betrachten, wie viel der gesamten Moorfläche adressiert wird mit dem Gesetzesvorschlag, muss man ganz klar anerkennen, dass das eigentlich nicht ausreicht, was als Ziel dort drin steht. Vor dem Hintergrund, das möchte ich ganz kurz einmal nochmal ableiten, mit dem Paris-Abkommen haben wir ja dieses 1,5-Grad-Ziel in unsere Zielstellung aufgenommen. Der Weltklimarat hat das übersetzt mit dem 1,5-Grad-Bericht in ein Netto-CO2-Null-Ziel bis 2050. Wir haben zum Teil nachgeschärft. Wir haben Ziele 2045 für Netto-CO2-Null auf EU-Ebene, auf Bundesebene. Und wir haben natürlich diese Verantwortung, überall zu erbringen. Da können wir Moorböden nicht ausnehmen davon. Und mit welcher Sachlogik eigentlich würden wir das tun? Zumal wir die auch nass nutzen können, wie wir wissen. Aber das bedeutet eben auch, dass wir sie wieder vernässen müssen, dass der Wasserstand angehoben werden muss, weil wir ansonsten immer weiter CO2-Emissionen freisetzen. Das ist auch eine ganz klare wissenschaftliche Sachlage. Da gibt es einen überragenden Konsens. Das stellt auch keiner wissenschaftlich in Frage. Ein entwässerter Moorboden setzt CO2 frei. Also deswegen sind diese Ziele einfach ganz notwendig. Und vielleicht einen letzten Punkt, den ich hier sagen möchte, erstmal am Anfang, die ganze Diskussion darum ist aus meiner Sicht auch eine Diskussion oder eine Folge von misslungener Kommunikation zu diesen Themen. Zum einen ist, glaube ich, viel zu wenig klar, dass wir, wenn wir sagen Klimaschutz oder Naturschutz, es geht hier nicht um den Schutz des Klimas vielleicht an erster Stelle oder der Natur. Es geht um uns. Es ist ein ganz zentrales Gesetz für uns selber, für unser Überleben hier und auch für die Welt an sich, weil wir natürlich in einem Kontext mit den anderen Kontinenten stehen. Und das wird, glaube ich, zu wenig gesehen. Und dann erscheint mir jetzt wieder mit dem engeren Blick auf die Moorböden auch der Begriff Renaturierung sehr ungünstig. Ich verwende den auch gar nicht, wenn ich über dieses Gesetz spreche. Wir haben da so eine gewisse sprachliche Lücke im Deutschen vielleicht auch. Also ich habe auch noch nicht den perfekten anderen Vorschlag. Aber was ich weiß, dass Landwirte, die auf diesen Flächen derzeit wirtschaften, und viele von denen sind bereit, ihren Beitrag zu leisten, viele von denen sehen Klimaschutz als wichtig an. Und wenn sie es nicht selber so sehr tun, dann ihre Kinder zum Teil, die ihnen das am Armbrottisch sagen, würden gerne was ändern. Aber unter Renaturierung verstehen die meisten Landwirte und Landwirtinnen nicht die Fortführung von landwirtschaftlicher Produktion. Und die ist auf diesen Moorböden für Paludikultur möglich. Wir haben natürlich auch Ziele für Wildnisentwicklung. Auch die würden ihren Platz finden auf diesen Moorböden, auf einem Teil. Und das ist im Grunde ein großes Spektrum von Nutzung zwischen Wildnis und intensiver Paludikultur, über die wir reden müssen, für die wir kreativ und innovativ werden sollten. Und all das kann eigentlich mit diesem Gesetz auch katalysiert werden. Und das wird meines Erachtens viel zu wenig als Chance gesehen. Herr Peer, dazu? Ja, vielleicht zwei Sachen dazu direkt. Eine ist von dem Projekt GrazeLife. Haben wir mit verschiedenen LandwirtInnen gesprochen, überall in Europa. Wir haben mehr als 100 Interviews mit den Leuten. Und manche davon arbeiten in solche Moorflächen mit extensiver Beweidung, sozusagen mit Weidetiere, und sie kriegen keine Fördergelder. Also sie haben mehr Sanktionen und Probleme als Fördergelder oder Unterstützung. Genau solche Lücke sollte geschlossen werden, durch auch Funding, um das zu unterstützen. Also ich stimme dem zu, das ist wichtig, dass nicht als Renaturierung bedeutet LandwirtInnen raus, sondern es gibt verschiedene extensive oder sehr gute auch Praxis in solche Moorgebiete, die eigentlich unterstützt werden soll. Und das sollen wir so sehen. Zweitens sollen wir auch nicht vergessen, jetzt mit Trockenheit, mit Dürre und mit Hitze, dass es geht nicht nur um Waldbrände, sondern auch der Boden, der brennt jetzt. Und wenn das unterirdisch brennt für wochenlang, müssen wir jetzt wieder vernässen, um diese Brand zu erhalten, um zu kontrollieren. Dann haben wir aber den Boden schon verloren und der Bodenqualität, und das geht auch weiter in dem Wasser, in Mariengebiete und so weiter. Also da gibt es Riesenrisiko, wenn es nicht wieder verwässert werden. Also die Wiederverwässerung ist nicht nur so
als Spaß zu haben oder nur die Ziele zu erreichen im globalen Bereich, sondern auch was zu vermeiden, da der Bodenerosion und Feuer zu vermeiden. Genau. Und geht es denn jetzt bei der Moorvernässung trotzdem eine Extensivierung der Landwirtschaft? Also kann man sagen, dass die landwirtschaftliche Produktion dadurch zurückgeht? Das ist ja einer der Hauptkritikpunkte an dem Renaturierungsgesetz. Da würde ich gleich selber erstmal nochmal einhaken wollen. Also wenn wir insgesamt auf die landwirtschaftliche Produktion gucken, die Moorböden machen in der Europäischen Union 3% der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus. Es kann mir keiner erklären, dass diese 3% entscheidend dafür sind, wie wir in Europa uns weiter ernähren. Zumal wir wissen, dass wir auf landwirtschaftlicher Nutzfläche Unmengen andere Dinge tun, die wir vielleicht nicht als Beitrag zum Nahrungsmittelproduktion verstehen müssen. Das sind erneuerbare Energien beispielsweise, die dort produziert werden, die zum Teil auf wiedervernässten Moorflächen auch möglich sein könnten. Also auf den ganz stark degradierten Moorböden ist ja durchaus auch denkbar, dass man auf kleinen Teilflächen Photovoltaik macht oder Windenergie. Diese Möglichkeiten bestehen, die müssen weiter erforscht werden. Da sehen wir auch großen Bedarf derzeit, aber genau diese Entwicklung kann man reingehen. Und dann ist es eben so, dass diese 3% der landwirtschaftlichen Nutzfläche, diese Moorböden als Anteil an der gesamten landwirtschaftlichen Fläche in der Europäischen Union ein Viertel der Treibhausgasemissionen darstellen, für die Landwirtschaft verantwortlich ist. Das ist der Sektor Landwirtschaft und das sind die organischen Böden im Landnutzungssektor, die wir da zusammenrechnen. Und das ist natürlich eine Riesenchance eigentlich, weil man dann sagen kann, auf einer relativ kleinen Fläche können wir einen großen Klimanutzen erzielen. Und so wie Guy Perrier das eben gesagt hat, wir kriegen eben eine ganze Menge Co-Benefits noch mit. Also wir haben Grundwasserspeicherung unter diesen nassen Böden. Wir haben Kühlung in der Landschaft. Das ist ein Ding, was total wichtig werden wird, dass wir eben kühlende Bereiche in der Landschaft haben. Und wir haben, zwei Sachen, die ich noch nennen möchte. Wir verringern Nitrataustrage. Wir haben ja nicht nur eine Klimakrise, eine Biodiversitätskrise, wir haben auch eine Stickstoffkrise, wenn wir über Landwirtschaft reden. Und die können wir massiv verringern, weil diese Torfe eben nicht mehr austragen, sondern die Moore ja ursprünglicherweise mal, das nennt mein Kollege Michael Sucko immer so schön, Nieren der Landschaft waren. Also die haben eigentlich zur Reinhaltung eben auch beigetragen. Und die Funktionen müssen wir ihnen wieder ermöglichen. Und das heißt schon ein Stück weit zu ihrer natürlichen Funktionsweise auch zurückzukehren, aber eben jetzt unter eben auch den auch neuen gesellschaftlichen Vorzeichen, unter denen wir leben. Und last but not least eben Biodiversität, die wir durch jede Moorwiedervernässung gewinnen, weil wir eben die moortypischen Arten, die an diese hohen Wasserstände angebunden sind, und das reicht von Mikrobiom bis eben bestimmte Vogelarten, denen wieder einen Lebensraum bieten können. Dankeschön. Herr Lackner, eine Frage würde ich gerne an Sie stellen von einem Journalisten. Was ist der Warnung vor Verlust der Ernährungssicherheit durch das Nature Restoration Law entgegenzuhalten? Ja, prinzipiell Franziska Tanneberger hatte das ja gerade eigentlich schon ganz richtig angedeutet. Also wenn wir uns angucken, die letzten 15, 20 Jahre, dann kann man eigentlich erstmal grundsätzlich zeigen, dass wir am Weltmarkt für Agrarprodukte, dass das Hauptproblem der Verknappung, also man kann durchaus zeigen, dass es am globalen Markt schon öfter mal knapp zugeht, ja. Aber woran liegt das? Die Haupttreiber dieser Knappheit, also die Haupttreiber auch von Preisanstiegen zum Beispiel, sind Hunger nach Fleisch in den Industrienationen. Wir konsumieren sehr viel Fleisch für diese Fleischproduktion, die dann häufig in sehr, sehr intensiven Veredelungsregionen stattfindet. Dort findet dann auch, geht einher mit großen Umweltproblemen, können wir in Westniedersachsen beobachten. Dafür müssen wir Futter produzieren. Wir importieren sehr viel Soja. Wir produzieren aber auch selber Mais, Getreide. Wenn wir nur allein Getreide angucken, EU-weit, dann gehen 62% des Getreides geht in die Futtererzeugung. Ja, und dadurch, dass wir uns diesen Lebensstil leisten, und ich meine, wie gesagt, das ist etwas, wir sind eine freie Gesellschaft, wir müssen das entscheiden. Nur worauf wir hinweisen können aus wissenschaftlicher Sicht ist, es gibt diesen Zusammenhang mit einer globalen Knappheit von bestimmten Ernährungsgütern. Und das Zweite ist Biokraftstoffe. Wir produzieren, weiß ich nicht, 4-5% der entsprechenden Commodities geht auch in den Bereich der Biokraftstoffe. Das heißt also, das senkt den Benzinpreis leicht. Das ist als Klimamaßnahme völlig unzureichend, weil viel zu teuer. Trotzdem leisten wir das. Der technische Fortschritt hat sich bei den politischen Entscheidern in den Hauptstädten offenbar nicht rumgesprochen, dass das eine viel zu teure
Klimamaßnahme ist und auch die Nachfrage nach Biokraftstoffen hat global zu einer Verknappung von Nahrungsgütern geführt. Und dann zu kommen mit sozusagen den extensivsten Standorten, die wir haben, die jetzt im Namen von FFH, Wasserrahmenrichtlinie, da bewirtschaftet werden, das ist sozusagen schon sehr gewagt. Es gibt einen kleinen Punkt, ne, wir wollen ja ehrlich sein, es gibt einen Punkt, wo ich die Debatte ein ganz kleines Stückchen verstehen kann, aber auch nur ein ganz kleines Stückchen, weil ne, das ist an sich, ist das schon, ne, sind das die großen Elefanten im Raum? Es gibt an einer Stelle einen Punkt, wo wir wahrscheinlich überlegen müssten, ob da bessere Kompromisse zu sind. Das ist der Bereich Vogelschutz. Da haben wir teilweise Ackerflächen betroffen, wo auch meines Erachtens die Maßnahmen, na, da müsste man sehr genau gucken, was dort für Maßnahmen stattfinden, die schränken die Produktion schon ein. Das ist jetzt nicht so, dass das sozusagen in irgendeinem Verhältnis zu unserem Hunger nach Fleisch oder Biokraftstoffen stehen würden. Aber es kann eine kleine Rolle am Rande spielen. Nur, ich meine, auch da würde ich einfach sagen, wir hatten 20 Jahre lang Zeit, schlaue Lösungen uns auszudenken. Und ja, hier stehen wir. Und dann müssen wir jetzt einfach mal überlegen, wie kommen wir bei den Schutzzielen voran? Und dann müssen wir vielleicht da entsprechende Kompromisse finden. Herr PR dazu, ich würde gerne noch einen Zusatz zu der Frage hinzufügen, nämlich Sie haben gerade schon gesagt, es gibt andere Risiken für die Ernährungssicherheit oder andere Stellschrauben, an denen man eher drehen müsste. Trotzdem stellt sich ja die Frage, würde die Produktion, wenn das Gesetz so kommt, wie es vorgesehen ist, würde die landwirtschaftliche Produktion in Europa runtergehen oder nicht? Vielleicht können Sie Nein, da... genau das wollte ich sagen. Also wir müssen sozusagen abskalieren und das ist das Problem da, dass es intuitiv ist zu denken, wenn ich jetzt 3% aus der Produktion rausnehme, ist es raus. Das ist so intuitiv wie einfach 1 ist 1. Also wenn ich eine kleine Fläche rausnehme aus der Produktion, produziere ich nicht auf diese Fläche. Das bedeutet, ich produziere weniger und das ist ein Risiko für Ernährungssicherheit. Außerdem, dass Ernährungssicherheit ist eine globale Frage, wenn ich zur Supermarkt gehe, kann ich Äpfel kaufen, entweder von hier oder von irgendwo anderes. Ernährungssicherheit operiert in ganz großen Skalen. Zuerst müssen wir fragen dann, was sind die größten Risiken für Ernährungssicherheit? Warum gibt es nicht genug zu essen für Leute in Sub-Saharan Afrika? Nicht, weil wir nicht genug produzieren. Eigentlich produzieren wir genau gerade schon genug für 10 Milliarden. Das ist nicht das Problem. Es geht nicht um die richtigen Leute, um die richtige Ernährung und die richtigen Gebiete. Wir nutzen unser Land für, genau wie Herr Lackner schon gesagt hat, um Fleisch zu produzieren oder Milchprodukte oder für unsere Auto zu futtern, aber nicht um Menschen zu futtern. Dann manche Leute ernähren von viel mehr als anderen. In der EU haben wir riesige Probleme mit Überkonsum, Überproduktion, mit Waste, also wir schmeißen viel zu viel, es geht bis zum 30% von manchen Produkten. Also wenn wir wirklich Ernährungsrisiko haben, dann sollen wir das Land nutzen, um Getreide zu produzieren zum Essen. Also oder einfach die Preise zu reduzieren für gesunde Diät sozusagen und nicht Sachen, die nicht relevant sind. Das ist zuerst eine Sache. Das Zweite und wichtiger ist, das ist sehr intuitiv zu denken, ich kann mehr und mehr produzieren auf dem Land. Aber 61% des Landes, des Agrarland des EU ist ein sehr schlechter Zustand von Bodenerosion getroffen, Landdegradierung. Wenn wir bis 100% intensiv produzieren, ist der Boden tot. Die Biodiversität im Boden ist tot. Wir können nicht mehr produzieren. Was wir gerade sehen, mit Klimawandel, mit riesigen Monokulturen, mit Bestäubungsverlust, Bestäubersverlust und so weiter, verlieren wir Produktion. Wir haben in der Dürre von 22, 23 6,9% Verlust von Getreide in Europa. Wir haben von Mais 24% Verluste. Also wir erwarten jetzt große Verluste von Klima, von Biodiversitätsverlust, von Bodenerosion und so weiter. Und wenn wir die letzte 3 oder 4% aus dem rein in die Produktion bringen, haben wir das Risiko von gesamter Verlust von Produktion. Und deswegen geht es nicht um
wir verlieren etwas für die Natur, sondern das ist unsere Versicherungsmöglichkeit, um weiter zu produzieren. Wenn wir das ganze Land einfach als Monokultur behalten, dann regnet es nicht mehr. Das ist eine Wüste. Also diese Funktion auch von Moore, von Bäume, von Landschaftsstrukturen, die Mikroklima zu behalten, den Bodenerosion zu vermeiden, weiter zu produzieren, ist, was wir brauchen. Deswegen ist es ein Schutz gegen diesen Verlust von Ernte und von Produktion und nicht Land rauszunehmen aus der Produktion. Genau wie wenn wir bauen, also wir haben ein Gebäude, brauchen wir die Strukturen, wir brauchen die Wände, sonst fällt dieses Gebäude runter. Also wir müssen weiter behalten, was wir haben, können das nicht leisten. Dankeschön. Ich würde damit gerne einmal zur nächsten Frage weitergehen. Frau Tannenberger, ich habe Sie gesehen, vielleicht können Sie den Punkt später einbringen. Ich würde gerne noch ein paar der weiteren Fragen beantworten. Eine Frage einer Journalistin. Inwieweit würde das Renaturierungsgesetz das Umsetzungsproblem der Länder beheben bzw. ihm entgegentreten? Herr Lackner und Frau Tannenberger, ich würde die Frage gerne an Sie stellen, einmal mit Bezug auf Landwirtschaft, einmal mit Bezug auf Moore. Herr Lackner zuerst, Sie haben das Umsetzungsproblem eben ja auch schon genannt. Ich hatte leider gerade technischen Aussetzer. Ich habe Ihre Frage nicht gehört. Können Alles Sie die gut, ich stelle sie nochmal. Ja. Inwieweit würde das Renaturierungsgesetz das Umsetzungsproblem der Länder beheben bzw. ihm entgegentreten? Naja, weil die Mitgliedstaaten sozusagen nachweisen müssen, dass sie x Prozent in verschiedenen Perioden dann einfach in einen besseren Zustand versetzt haben. Also das ist sozusagen, ne, damit einhergehen würden Berichtspflichten, es würde ein strengeres Monitoring mit einhergehen. Man muss ja an der Stelle auch nochmal vielleicht auch um die Schärfe des Problems deutlich zu machen. Die EU-Kommission hat Deutschland in verschiedenen Fällen bei FFH wirklich verklagt. Ne, wir haben Vertragsverletzungsverfahren, wir erfüllen unsere europäischen Pflichten nicht. In Deutschland ist nicht das einzige Land mit einem Vertragsverletzungsverfahren in dem Bereich, ja, muss man auch zugeben. Aber Deutschland ist da schon einer derjenigen Partner, die das nicht hinkriegt. Ja, das muss man hier deutlich sagen. Und klar, das ist ja sozusagen einer der Kritikpunkte der Gegner, die sagen, ja, dass da mit der Daumenschraube gearbeitet würde und so weiter. Nur ich verstehe an der Stelle zwei Sachen nicht. Das eine ist eben, was ist in den letzten 20 Jahren ohne die Daumenschraube passiert. Ne? Also was waren wir in der Lage? Und wie gesagt, ich habe es ja am Anfang erwähnt, durch verschiedene Studien einfach wirklich sehr detailliert die Defizite aufgezeigt. Und man muss ja wirklich nochmal an einem Beispiel auch zeigen, wie absurd die Debatte ist. Ne? In Brandenburg haben wir schützenswerte Flächen. Und da wurde zumindest zwischenzeitlich so gearbeitet, dass man eine Prämie für Agrarumweltmaßnahmen reduziert hat, weil man gesagt hat, dort ist eine Schutzgebietskulisse, der Betrieb muss das sowieso tun. Also absurd, man kürzt einem Landwirt die Prämie, weil man sagt, dort ist eine rechtliche Schutzgebietskulisse, deswegen müsste der Landwirt das sowieso machen, zahlen wir ihm eine geringere Prämie. Und ich meine, das ist eine Praxis, die inzwischen, ne, das ist abgestellt worden zum Glück, aber man muss einfach auch nochmal erzählen, aus was für einer Denke wir hier rauskommen. Ne? Und es ist eine sehr juristische Denke und wir müssen, glaube ich, das ist der zweite Punkt, den ich nicht verstehe an der Debatte, es wird immer nur gesagt, was alles nicht geht, Daumenschraube, etc. Aber was ist dann die Lösung? Und ich glaube, das ist was uns wichtig ist, weswegen wir auch den Brief geschrieben haben. Wir sollten wirklich in den Vordergrund stellen, was sind die Probleme im Naturschutz und wie lösen wir sie? Ob jetzt das Nature Restoration Law wirklich die ultimative, allerbeste Lösung ist, das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt muss sein, wie kommen wir in das Lösen, und zwar zeitnah, weil uns die Zeit auch wegläuft. Dankeschön. Damit möchte ich gerne an Sie übergeben, Frau Tannenberger, und zwar mit einem speziellen Beispiel für die Umsetzung des der Moorwiedervernässung von einer Journalistin. Sie sagt, in Bayern wird viel in die Vernässung des Donaumoores investiert, trotzdem geht wenig voran und die Landwirte lassen sich nicht auf Paludikultur ein. Wie löst man also dieses Umsetzungsproblem?
Ja, das kann ein EU-Gesetz natürlich nicht lösen. Wichtig ist, dass ein EU-Gesetz den Rahmen vorgibt. Und wir müssen ganz dringend diesen Rahmen ganz klar setzen, dass sozusagen nicht länger diskutiert wird, ob wir irgendwas tun, sondern wie wir das diskutieren. Das braucht unsere ganze Kreativität und Kraft. Und ich finde es auch persönlich einem langfristig kalkulierenden Berufsstand gegenüber wie Landwirte und Forstwirte, finde ich das eine Verantwortung, das zu tun. Und die sehe ich, dass die Politik das zum Teil nicht tut. Denn wir wären auf sozusagen einem Boden, der fortgesetzt CO2 freisetzt, wenn wir nicht was drauf ihm verändern, werden wir nie glücklich werden in den nächsten Jahrzehnten. Das kann einfach auch aus naturwissenschaftlicher Sicht nicht klar sein, nicht so sein. Einem ganz konkreten Beispiel, natürlich brauchen wir mehr Menschen vor Ort, die dann diese Probleme lösen. Und das haben wir auch nicht aufgebaut in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Im Donaumoos passiert ja schon einiges, aber auch da ist es so, dass wir im Moment eben diese Lücke haben. Das ist wie so ein Henne-Ei-Problem auf diesen Böden. Und für Paludikultur, es gibt durchaus Landwirte, die sowas anfangen wollen würden, aber die Frage ist, wer nimmt ihnen die Biomasse ab? Es gibt keine Abnahmegarantien bisher und die Industrie sagt, die ist durchaus offen dafür, weil sie sieht, dass klimapositive Produkte entstehen können auf diesen Flächen, weil man eben Emissionen verringert, man kann fossile Rohstoffe substituieren, man kann in Baumaterialien zum Beispiel Kohlenstoff festlegen und man hat vielleicht noch neue Torfbildung, also eine neue CO2-Festlegung und Entnahme aus der Atmosphäre, aber das muss zusammengebracht werden und nur ganz kurz, ich meine, da ist der Staat gefragt. Das regelt kein Markt von alleine. Und Stichwort Aktionsprogramm natürlicher Klimaschutz, da wird viel in Bewegung gesetzt in Deutschland im Moment. Da müssen wir jetzt alle zusammen auch an einem Strang ziehen, dass das in die Umsetzung kommt. Dankeschön. Jetzt würde ich gerne nochmal zur Landwirtschaft generell zurückkommen. Wir haben eben schon viel dazu gesagt. Hier gibt es noch eine Frage dazu, wie genau diese landwirtschaftlichen Maßnahmen auf den Weiden und Äckern aussehen könnten. Wir waren eben relativ viel im Abstrakten. Herr Peer, Herr Lackner, könnten Sie mal ein paar Beispiele nennen, wie das konkret, was konkret auf die Landwirte zukommen könnte, wenn das Gesetz durchgeht? Herr Peer. Also das erste Aspekt vielleicht ist die Wiederherstellung von Landschaftselementen. Wenn wir durch den Land fahren, was wir sehen, ist oft also einfach Monokulturen ohne Strukturen, ohne Terrassen, ohne Bäume. Und das bringt auch Risikos für den Land, also Bodenerosion, für Bestäubern und so weiter. Also normalerweise, das ist eine komplexe Prozedur, auch weil meistens von den LandwirtInnen diese Land nicht besitzen, sondern sie verbrachten, also sie mieten dieses Land. Und da ist es wichtig, erstmal die Landschaftsstrukturen zurückzubringen. Zweitens wäre die Diversifizierung von Landschaften und die Zusammenarbeiten zwischen LandwirtInnen, um was zusammenzuentwickeln auf dem Landschaftsebene und nicht nur auf dem lokalen Ebene. Das ist sehr wichtig und das haben auch WissenschaftlerInnen schon gezeigt seit lange, dass wenn die LandwirtInnen zusammen mit anderen arbeiten, können sie auch viel mehr gewinnen für die Biodiversität, aber auch von einem Selbstlernprozess. Aber es gibt auch andere Aspekte, die gerade irgendwo fallen, und zwar, dass wenn zu viel von dem Land nicht mehr bei der Produktion ist, dann können die LandwirtInnen keine Fördergelder bekommen. Ich habe eine Biolandwirt in Österreich getroffen, der mir gezeigt hat, der produziert auch auf eine sozusagen Waldweide, in Österreich, und das ist einfach nicht förderfähig. Also er verliert 40% die Gelder von 800 Hektar, weil das ist einfach, es gibt zu viele Bäume. Also genau solche Habitate, die gerade verschwinden, sollten entweder behalten oder renaturiert und mit Fördergelder auch dafür. Aber diese Diversifizierung von Landschaft, die Behaltung Diversifizierung auch von Produkte bringt auch höhere Sicherheit auch bei den Produktionen. Wenn wir nicht wissen, was von Wetter oder Klima jedes Jahr kommt, dann verlieren wir weniger, wenn es auch divers ist. Ich glaube, Herr Lackner kann weitere Beispiele geben. Also ich bleibe bei den Landschaftselementen Wald und Diversifizierung gerade. Ich glaube, das ist sehr wichtig von den Landschaftsaspekten. Herr Lackner, möchten Sie hinzufügen? Also es gibt, glaube ich, noch zwei Aspekte, die man hinzufügen muss. Auf einem ganz großen Teil der Fläche ändert sich überhaupt nichts. Da haben wir bereits Managementpläne. Wir haben ein Schutzgebietsnetz, nochmal, wir haben FFH als Schutzgebietsnetz. Dort gibt es für jede Fläche einen Managementplan.
Wenn wir jetzt feststellen, dieser Managementplan wird nicht eingehalten, dann muss man eher fragen, warum wurde der in der Vergangenheit nicht eingehalten? Dann ist aber das Nature Restoration Law nur eigentlich eine logische Konsequenz, dass man sozusagen den eigenen Zielen und Vorgaben auch Taten folgen lässt. Das ist sozusagen der eine Punkt. Jetzt kann man vielleicht nochmal beispielhaft sagen, was kann so eine typische Maßnahme sein? Und ich rede da jetzt über die Grünlandstandorte im Bereich FFH. Und dort bedeutet das keine Düngung, kein Pflanzenschutz, es sei denn für einzelne Problem- und Kräuter. Da lässt man das tatsächlich im Einzelfall zu. Ist ein bisschen die Frage, ob diese Sondererlaubnis dann ausläuft. Aber das gibt es im Moment sogar im Einzelfall. Es kommt aber in der Praxis eigentlich kaum vor. Also ich bin auf ganz vielen Betrieben immer gewesen, habe immer gefragt, macht ihr irgendwas im Bereich Pflanzenschutz oder mineralische Düngung? Und die Antwort war regelmäßig nein, weil es lohnt sich auf diesen Standorten überhaupt nicht. Und dann ist eine weitere Vorgabe eben, dass man sagt, späte Maat, also relativ spät im Vergleich zu anderen Grünlandstandorten, wo man vielleicht schon relativ früh im Mai mähen würde und dort auf diesen artenreichen Wiesen mäht man später, was aber auch sachgerecht ist, weil dort auch der Aufwuchs ist nicht so üppig, der kommt auch ein bisschen später. Häufig sind es auch Bergwiesen, dort habe ich einen späteren optimalen Zeitpunkt der Maat, sprich man macht eine spätere Maat oder aber man beweidet extensiv mit Mutterkühen. Also wir brauchen auch tatsächlich, ich habe mich ja gerade auch so ein bisschen zum Thema Fleisch, das ist tatsächlich global, wenn es aus dem Stall kommt, ist Fleisch ein Problem. Wir brauchen aber eine gewisse Tierhaltung, brauchen wir auch für diese extensiven Standorte, weil häufig werden die einfach über Mutterkuhhaltung. Also ich habe ungefähr 40% meiner Flächen, die ich untersucht habe, waren mit Maat, aber weitere 40% waren mit Mutterkuhhaltung, obwohl eigentlich das Wiesen waren, also sprich, wo man normalerweise mähen würde. Ja, und das ist halt eben viel, ist dann über extensive Mutterkuhhaltung, ist eine weitere Maßnahme. Und auch da muss man sagen, Hauptproblem ist nicht, dass man sozusagen da irgendwie gerne super tollen Aufwuchs kreieren würde mit maximaler mineralischer Düngung, sondern es ist dem doch recht häufig eher das Problem, dass diese Flächen dann brachgelassen werden, dann kommen dort die ersten Gebüsche, irgendwann ist da Wald und die Arten sind weg. Es gibt eine Ausnahme, wo es doch manchmal Streit gibt, weil Landwirte gerne intensiver wirtschaften würden, das ist flussnah. Aber auch flussnah muss man sagen, auch das sind jetzt nicht immer die optimalen Grünlandstandorte. Also deswegen muss man immer im Einzelfall gucken. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele, aber am Ende des Tages haben wir für dieses Netzwerk haben wir schon Maßnahmen. Und der andere Bereich nur noch, da zwei kleine Randbemerkungen. Sowohl die Landschaftselemente, ne, Hecken in der Landschaft, aber auch die Moorvernässung, das sind Dinge, die fördern wir sowieso national, weil es auch sinnvoll ist, weil wir Strukturen in der Landschaft brauchen. Das haben wir über die Ökoregelung der ersten Säule zum Beispiel gefördert. Moorvernässung gibt es das große Programm des Bundesumweltministeriums. Also insofern, auch das sind Tatbestände, die wir eigentlich ohnehin politisch wollen. Also insofern ist da das Nature Restoration Law eigentlich nur etwas, was da hinzukommt. Deswegen, ich glaube, dieser ganz große Game Changer ist das gar nicht, sondern es formalisiert nur einfach Dinge, die wir uns ohnehin vorgenommen haben. Vielleicht eine Nachfrage, Herr Peer, die würde ich gerne auch noch an Sie stellen. Sieht das Nature Restoration Law Sanktionen vor, wenn die Landwirte sich nicht an diese Managementpläne halten? Nein, es geht nicht um Sanktionen an die LandwirtInnen. Es geht um den Politik zu verbessern und die Wille von Politik. Es geht nicht um den LandwirtInnen. Also das ist immer das Problem, dass also die Politiker schicken das als Schuld an die LandwirtInnen. Das geht gar nicht so. Auch von Arbeit her, ich wollte nur sagen, als aus wissenschaftlicher, ökologischer Perspektive, was wir eigentlich brauchen, ist einfach eine bessere Management. Also Staffelmaat ist sehr wichtig, statt Spätmaat übrigens, weil Spätmaat ist gut für die Vögel, aber nicht für die Insekten. Wir brauchen Staffelmaat, also nicht alles auf einmal. Auch beim Hecken als Vogelschutzmechanismus, dann okay, ab 1. Oktober können wir alles runterschneiden, aber für die Insekten ist es einfach ein Mord. Also sie schaffen das nicht, wenn die keine Strukturen im Winter zu überwintern gibt. Darüber geht es. Es geht um bessere Management. Es geht um Ausnahmen die ganze Zeit beim gemeinsamen Agrarpolitik. Es gibt einen Krieg, plötzlich gibt es eine Ausnahme für den Jahr 22 und jetzt auch für 23 aus dem Produktion. Wir müssen mehr produzieren. Plötzlich können wir bei dem gemeinsamen Agrarpolitik jetzt was rauszunehmen.
die Vögel und Schmetterlinge und die Bestäuber warten nicht jetzt. Der Boden warten nicht bis 24, um wieder sich zu erholen von diesem Schock. Also die Politiker nutzen jeden Schock oder jede Krise gerade für Deregulation, um diese Maßnahmen wegzukriegen, die einfach nötig sind. Die Schafe und Kühe brauchen auch Schatten. Es geht um einfach gute Praxis. Guy, nur ganz kurz, Guy, ergänzend Staffelmaat, tatsächlich häufig auch eine optimale Maßnahme in den Managementplänen. Die Landwirte sagen dazu, das ist unpraktisch, weil zu zwei unterschiedlichen Maßnahmen Heu oder Silageernte gar nicht so sinnvoll ist. Und Herr Langer, ich glaube, müssen wir einmal ganz kurz stoppen. Ich glaube, das geht gerade ein bisschen zu sehr ins Detail. Wir haben aber ich wollte es ergänzen, weil diese optimale Variante ist durchaus in den Managementplänen drin. Es kostet mehr Zeit und Aufwand, das ist richtig. Also ich glaube, wir wissen, die Details wissen wir schon. Ja. Ich würde gerne noch eine Frage stellen, bevor ich in die Abschlussrunde gehe, und zwar an Frau Tanneberger. Ist das Nature Restoration Law fähig, die beschriebenen Missstände zu lösen, jetzt bei Ihnen bezogen auf Moore natürlich, oder ist es zu unkonkret formuliert? Also eine Sache, die zumindest am Anfang sehr unkonkret formuliert war, war ein Unterschied zwischen Restaurierung und Wiedervernässung. Und da haben wir schon sehr frühzeitig in der Diskussion uns eingebracht und gesagt, man kann Moore ernsthaft nur restaurieren, wenn man sie wiedervernässt. Also das ist das A und O von einem Moor, dass es einen hohen Wasserstand hat. Und wir kriegen sozusagen die Leistung von den Mooren, die wir gerne wieder haben wollen und dringend brauchen, nämlich dass sie dieses CO2, was sie mal als Kohlenstoff festgelegt haben, im Boden festhalten, nicht wieder freisetzen, dass sie neues CO2 aufnehmen, dass sie viele andere Leistungen erbringen, kriegen wir nur mit hohen Wasserständen. Also das sind Sachen, wo durchaus aber ja auch relativ einfach auch nachgeschärft werden kann, was auch zum Teil passiert ist. Und es geht natürlich ein bisschen auch in die Richtung, die Frage, nimmt man jetzt vielleicht ein nicht perfektes Gesetz oder wartet man, bis man irgendwann ein perfektes Gesetz hat? Das ist jetzt nicht eine wissenschaftliche Frage, das ist eher eine politisch-pragmatische Frage. Aber ich sehe in dem Gesetz erstmal sehr viele Ansatzpunkte, die ich für sehr notwendig halte, auch dass sie in dieser Klarheit erstmals formuliert sind. Also diese konkreten Flächenziele mit den konkreten Jahren, das ist ja doch durchaus eine sehr große Klarheit, die es da erstmal gibt. Und dann ist natürlich jedes Gesetz auch eins, was man im Weiteren auch weiter gucken muss, wie sich die Dinge weiterentwickeln, wo man vielleicht novelliert, wo man Dinge verändert. Aber die Richtung, die da drin angelegt ist, ist grundsätzlich in Bezug auf die Moore erstmal richtig. Die Ziele sind, wie gesagt, nicht ausreichend, um an anderer Stelle wirklich beispielsweise netto CO2-Null zu erreichen. Und was ich schon angedeutet hatte, dass die landwirtschaftlich genutzten Moore nur herausgehoben sind und nicht die ganze Moorfläche, das ist auch sozusagen eine Sache, die zu kurz greift. Dankeschön. Damit würde ich gerne einmal in unsere Abschlussfrage geben. Herr Peer, zuerst an Sie. Sind Sie hoffnungsvoll, was die Abstimmung im EU-Parlament am Mittwoch angeht? Und was wären die Konsequenzen für die Ökologie und den Klimaschutz, wenn der Entwurf nicht durchgeht? Also die Frage, ob ich hoffnungsvoll bin, ist eigentlich eine Frage von Demokratie und nicht eine Frage von meiner Arbeit als Wissenschaftler. Also ab diesem Moment kann ich nur nach Verantwortlichkeit fragen von den PolitikerInnen. Also was mir als Wissenschaftler wirklich trifft, ist, dass so eine wichtige Entscheidung sollte nicht auf der Grundlage von Missinformationen getroffen werden. Und was wir gerade hören, deswegen haben wir auch diesen Brief veröffentlicht, ist eine große Haufe von Missinformationen. Also wir haben in unserem Brief eine nach dem anderen von diesen Fehlinformationen geantwortet, weil wir finden es, wenn es zu unserem Bereich kommt, von Nachhaltigkeit, von Naturschutz und diese Frage von Natur oder Menschen, nein, es geht um Natur und Menschen, es geht um unsere Zukunft. Und wenn es in unseren Bereich kommt, von unserer Expertise haben wir auch den Mandat, wenn nicht nur, nicht sogar die Verantwortlichkeit, die Evidenz zu liefern, der durch verschiedene Projekte und wissenschaftliche Arbeit gekommen ist. Ob das getroffen wird oder nicht am Mittwoch, kann ich nicht erwarten. Das ist abhängig von demokratischen Prozessen. Wenn manche Parteien geben die Freiheit an ihre Leute zu wählen, nach ihrer eigenen Meinung, wäre es schön, aber das ist nicht meine Entscheidung. Wenn manche PolitikerInnen haben festgestellt, dass es ein Problem oder Risiko gibt, wenn diese Entscheidung nicht getroffen, dann können wir nur hoffen, dass es getroffen wird. Weil wenn diese Entscheidung am Mittwoch nicht getroffen wird, könnte es ganz gut sein, dass es
nicht im halben Jahr oder sogar im einem vollen Jahr gemacht wird. Also es ist viel Arbeit, jetzt ein neues Gesetz zu schreiben und jetzt ein Impact Assessment und so weiter. Ich habe eine Frage bei der Kommission gestellt, was passiert, wenn es nicht getroffen wird? Und die Antwort war sehr lang. Das bedeutet, dass es zurückgeschickt an die Kommission und der Prozess fängt an von null. Wir haben jetzt eine Riesenkrise, also Klimakrise, Biodiversitätskrise, Bodenerosion und so weiter. Wir leben gerade in einer Zeit, wo wir von einer Krise zur anderen kommen und das ist kein Zufall. Alle diese Krisen sind miteinander verbunden und wir haben keine Zeit zu verlieren. Deswegen aus dem wissenschaftlichen Aspekt würde ich sagen, wenn diese Entscheidung nicht getroffen ist und wenn es kein Gesetz gibt, nicht nur diese Gesetz, sondern die Green Deal, gesamte Green Deal, scheitern wir auf jeden Fall bei dem Klima- und Naturschutzziele. Wir werden die Ziele für eine Biodiversitätsstrategie für 2030 nicht treffen, wenn nicht was tun. Dankeschön. So einfach ist es. Frau Tanneberger, wir sind jetzt bei 12 Uhr. Ich würde die Frage trotzdem gerne noch an Sie zwei stellen. Vielleicht können Sie sich kurz fassen. Was wären aus Ihrer Sicht die Konsequenzen für die Ökologie und den Klimaschutz, wenn der Entwurf am Mittwoch nicht durchgeht? Also erstmal hat Guy Pierre das schon wunderbar gesagt. Ich kann mit ihm nur voll anschließen und wir verlieren einfach immer noch mehr Zeit. Und wir sehen, dass wir diese Zeit gar nicht mehr haben, dass uns auch die Zeit wegrinnt, in denen wir einfach noch wirklich gut sozialverträglich Lösungen finden können, wie es auch ohne starke Härten dann letztlich in der Fläche passieren kann. Und deswegen möchte ich total davor warnen, jetzt nicht diesen Schritt zu gehen, weil die negativen Effekte viel, viel größer sind, wenn wir immer weiter diese Dinge herauszögern. Dankeschön. Herr Lackner. Ich kann das gar nicht einschätzen, wie die Abstimmung ausgeht. Das ist, finde ich, aber nicht der Punkt. Ich glaube, die Anforderung muss sein an eine zukunftsgerichtete Entscheidung, dass sie faktenbasiert sind. Wir haben in den letzten Wochen wirklich ein Feuerwerk an Falschinformationen zum Nature Restoration Law. Und übrigens beobachten wir das auch immer wieder bei der Moorvernässung. Dort wird so viel einseitige Polemik gestreut und eigentlich müssen wir sachgerecht diskutieren. Das wäre das Erste. Das Zweite, entscheidend Nature Restoration Law, wie entscheidend ist das Nature Restoration Law? Ich glaube, wir müssen uns, ob ja oder nein, wir müssen uns ohnehin um die Themen kümmern. Meines Erachtens ist gerade beim Thema FFH viel zu lange überhaupt kein Fokus gelegt worden. Wir wissen auch viel zu wenig. Ich weiß über das Thema relativ viel, aber es spielt in der Debatte häufig keine Rolle. Das heißt also, wir müssen uns um diese Dinge kümmern und Leute, die jetzt sagen, Nature Restoration Law geht nicht, wären aus meiner Sicht den Bürgern natürlich Antworten schuldig. Ja, wie machen wir es dann? Wie kriegen wir eine Förderung für die Betriebe? Wie erreichen wir unsere Schutzziele? Wie kriegen wir auch gut ausgebildete Leute vor Ort, die Ansprechpartner sind und das Management schaffen und die Betriebe bei ihrer Arbeit unterstützen? Das sind Fragen, die sind eigentlich unabhängig vom Nature Restoration Law. Sprich, ich finde die Motivation richtig, das zu machen. Ich sehe auch einige Kritikpunkte, aber der Punkt ist, wir müssen diese Probleme lösen. Wir müssen in Problemlösungsmodus kommen. Und das ist im Moment, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt. Herr Pierre, letzte Worte dazu? Ja, vielleicht letzte Worte ist, würde ich sagen, auch, dass wir haben eine große Verantwortung gerade. Also es ist ein sehr interessanter Moment, wo der Naturschutz steht am Mitte von Politik. Ich würde sagen, endlich haben die Leute verstanden, wir haben was Großes da. Das ist eine Riesenkrise, wie gesagt. Und die Welt schaut an uns gerade. Wenn wir nicht schaffen im EU, als Leiter von Naturschutz und Green Deal und Klima, wenn wir auch unsere Verantwortung nicht nehmen für unsere Verlust von Natur in letzten Jahrhunderten, was sollen wir erwarten von anderen Teilen der Welt? Was sollen wir von uns erwarten, wenn wir unsere eigenen Probleme nicht lösen? Das ist natürlich eine politische Frage, aber es ist auch eine Frage von der Nutzung von des Wissens, das da ist. Deswegen stehen wir als WissenschaftlerInnen und sagen, wir sind da. Wir sind nicht da als Politiker. Wir möchten auch nicht in Politik treten. Das ist keine leichte Entscheidung. Und die Sachen sind tatsächlich komplex. Interessanterweise, die Ziele zu treffen beim Agrarlandwirt, also beim Landwirtschaft, sind die leichteste, weil die Wissens ist schon da und viele Instrumente sind schon da. Aber wir können nicht erwarten, hier zu scheitern und dann in einem Jahr auch bei der gemeinsamen Agrarpolitik oder irgendwo anderes. Wenn kein politischer Will gibt, gehen wir nicht voran. Und aus wissenschaftlicher Seite würde ich nur sagen,
If there's a will, there's a way. Es ist komplex, aber das ist genau, wo der Wissenschaft in seine sozusagen Comfort Zone ist. Wir arbeiten mit dieser Komplexität, mit interdisziplinären Projekten und so weiter. Die Menschen sind Menschen. Sie arbeiten auch mit uns und zusammen. Wir können auch als Mediatoren sein und zusammenarbeiten mit jeder, der möchte mit uns diskutieren. Und mit einem guten Dialog, konstruktiven Dialog, kann man wirklich viel schaffen. Danke. Dankeschön, Herr Pehr. Damit würde ich die Diskussion gerne abschließen. Danke an Sie drei für die Diskussion. Danke, dass Sie die Fragen der JournalistInnen beantwortet haben. Auch danke an alle da draußen, die ihre Fragen gestellt haben. Wir haben nicht alle diskutieren können. Vor allem Fragen, die sich sehr auf den politischen Prozess bezogen, haben wir teilweise ausgeklammert, weil wir uns hier wirklich auf die wissenschaftliche Basis fokussieren wollen. Ich glaube, das ist uns gelungen. Vielen Dank. Das Transkript finden Sie, wie gesagt, heute Abend oder morgen auf unserer Webseite, die Aufzeichnung schon heute. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön.